Morgen, YouTube. Wir haben es jetzt 7.30 Uhr am Samstag. Jetzt wird noch Deckliste geschrieben und dann geht es in Tag 1 rein. Viel Schlaf gab es natürlich nicht. Wir haben noch viel getestet, gequatscht. Jetzt heißt es erstmal wach werden, Deckliste schreiben, was essen und dann los geht's. Wir warten jetzt hier vom Hotel auf Blaurock. Der kommt heute mit, ne? Ja. Ah. Wenn er pünktlich ist, nicht, dass man da. Ja. Und ihr beiden, ihr habt nicht so gut geschlafen, ihr habt euch. Habt einen Contest geliefert, wir haben am lautesten schnarcht. Okay, sind sich noch nicht einig, wer jetzt gewonnen hat. Ja, dann starten wir mal gleich in Tag 1, wa? Was denkt ihr, wie viele Leute sind da? War ja gestern schon ziemlich voll. Also für Italien ist es eigentlich ziemlich ordentlich. Ja, dann rechnen wir mal so mit 800, 900 vielleicht. Na dann, tja, wir haben gestern noch viel gelabert über das Deck und so, noch eine Runde gezockt. Das hätte gegen Samu, 18 Meter mal so gegeneinander. Tja. Doch, ich glaube, oder? Jetzt hat's Klatsche gekriegt. Ja, ich habe wieder verloren. Ich verliere nur noch. Mal schauen, was es heute wird. Runde 1 ist vorbei. Hier geht ein Gerücht um sich, dass der Maximilian Hellweg jetzt gesperrt ist für 2 Jahre. Ist da was dran? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie Karten gekauft, habe ich auch im Event. Das ist ja oh, ja. Der weiß doch, dass das fast nicht darf. Also macht wir der sind das. Jetzt im Tauschen hier. Nein, ja, natürlich. Ja, Blaurock, du hast auch verloren die erste Runde. Nein. Nachdem du vorhin 6-1 gegen mich gewonnen hast. Ja, ist was passiert halt. Und dort du hast erste Runde gewonnen. Ja, schön. Und du spielst Burning Abyss, ne? Richtig. Du hast eine OTK gegeben, habe ich vorhin gehört. Richtig. Ja. Zwei Dante und erste Runde. Ja, toll. Sehr da. Läuft stabil. Jo. Guck mal, ob du was findest. Was siehst du, Shared Rides? 8. Geht jetzt hoch, Digga. Das ist ja ein Schnapper. So, und wir beide? Ja. Wir trinken heute Abend hin. Wir trinken erstmal hin heute Abend. Wir waren nämlich Frühstück bei McDonald's 2 Stunden. Und dachten, na, jetzt fängt vielleicht die erste Runde mal an. Ja, dann fingen sie auch wirklich schon an und wir durften mit 0-1 beide starten. Ja. Und? Du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen, Mann. Ja. Gegen Fire Kings. Aber ich habe verloren gegen Shadow. Naja. Egal. Wir haben jetzt gute Laune, wenn das stimmt mit Quang. Hat den richtigen erwischt. Wie viele brauchst du? Ich könnte sie ihm 27 dabei. Ja, das hat er sich richtig verdient. Ne? Also, 2. Runde. Turnierstart war erstmal so. Ich war mit Lars halt frühstücken im McDonald's 2 Stunden, haben ein bisschen gezockt, verpassen Rundenstart 1, fangen beide mit 0-1 an, dann gegen einen Franzosen verloren, der Chateau gespielt hat. Ich wusste halt nicht was, habe also nicht gebordet, 0-2 verloren. Und dann hieß es jetzt an Tisch 719, Laura hat meine Paarung nur mir gesagt, also nicht gegen wen ich spiele. Dann auf einmal Joshua neben mir und sagt so, ja, wir müssen spielen. 2 Minuten später, wir haben schon ausgepackt, kommt dann der Schiedsrichter und sagt, ja, ihr habt Featured Match. An der Loser Lounge, ganz weit hinten, ganz komisch. Jo, und dann habe ich jetzt 2-0 gegeben. Sollen wir einfach eine Runde spielen? Nee, Zwischenstand nach Runde 5. Lars 4-1, 14, 3-2 und ich 2-3 mit dem Samu. Mit Samus, aber mit aber es ist doch gut, dass du Joshua mal erst noch verkloppt hast. Ich hab nur Joshua bis jetzt besiegt, weil gerade waren frei los. Also. Ich bin stolz auf dich, Jens. Ja, schön. Ach, so, ich esse jetzt wieder ein paar Burger. Ich kann sagen, ich habe Joshi geklatscht. Nur deswegen war ich heute hier. Naja, danke nochmal an Sue, der das ermöglicht hat. Jo. Kriegt man nachher noch ein paar Bierchen hin. Schafft man das. Also, wie vorne Steakhouse, da gibt es auch gute Bierchen. Ja, gut. Fischerbier. Okay. Abend, Leute. Kurz nach 22 Uhr, letzte Vorrunde beginnt. Lief nicht so ganz gut. 3-4 gerade. Ich freue jetzt noch mein 4-4 hoffentlich. Gegen einen Luca, ist wahrscheinlich wieder ein Italiener. Und ja, Max hat gedroppt, hat eine Winne Map gewonnen. Nico zu 2, glaube ich. Lars zu 2. Mal schauen, die erreicht vielleicht noch Tag 2. Jo, ansonsten anstrengender Tag. Location ziemlich warm, ziemlich voll, ziemlich laut. Aber es macht schon Spaß. So, das Turnier am Tag 1 ist vorbei. Samus lief ein 4-4, hat aber einen Haufen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich hier bei den anderen Leuten. Die können auch mal erzählen, wie Tag 1 lief. Nico ist noch dabei mit 1-1. Nee, 5-1-2. 5-1-2. Ach, okay. Oh. Ach, da ist sogar der Alt bei.
Und Max, ich bin müde. Max, der hat irgendwann... Ich habe für den Wett gerockt. Ich bin public hier, Dings. Irgendwann hat er hier noch eine Playmat. Ja, die kriege ich irgendwie morgen. Wen filmen wir da? Ich kenne ihn nicht. Emre. Das ist Emre? Das ist Emre. Emre, mach mal die Ladies scharf. Ah, okay. Hat sich Joshua Schmidt gegeben? Feature Match? Bist du nicht so? Ja, halt ich vom Gerücht. Erste Runde McDonald's, zweite Runde Feature Match. Das glaube ich erst, wenn ich mal den... Erst einmal gegen McDonald's hast verloren, ne? Gegen... Du hast gegen Mac ist verloren. Was? Nein. Nicht? Nein, das ist auch nur ein Gerücht. Achso. Kann ich da noch was vergessen? Ja, so viel zu der Sache hier. Laurock hat die letzten zwei Spiele leider verloren. Aber trotzdem ist er noch gut gelaunt, das finde ich schön. Spitze. Ja, gegen Stellar Knights? Oh, Alter, geht's. Ich muss gegen Stellar Knights spielen. Gut, Lars auch, glaube ich, zu 3. Tag 2 ist vorbei, also die Swiss-Runden. Und wir sehen jetzt hier die Top 32, leider ein bisschen zu hoch. Ich versuche es mal zu zeigen. Also von CCG sind Marcello, Luigi, Alpal, Piran und Sascha. Sascha war, genau. Also 4 oder 5 Leute, wo ich dann sicher im Nachhinein auch die Deck-Features bekomme. Jo, ich wünsche den Leuten viel Glück und freue mich, dass ich dann YouTube wieder viel Content liefern kann. Alpal, Einzug in die Tops, wie fühlst du dich? Müde. Müde, nicht fit. Aber du gewinnst heute, du hast ein gutes Deck. Ja, auf jeden Fall, bestimmt. Wäre mal wieder nötig, ne? Wäre nötig, das Ja, nötig. Wen hast du verloren? Den hässlichen Jungen, der ist richtig eklig gewesen, ne? Richtig widerlich. Er nennt mich trotzdem so eklig. Ja. Also, das Eklige neben mir. Wenn du heute nicht gewinnst, dann werfen wir dich raus. Weißt du schon. Ja. Nee, 5 Leute sind drin von uns, ne? Marcello, Sascha, du, Kiran und Luigi. Luigi? Ja, Luigi. Nee, 5 Stück, ja. 5 Stück ist eine gute Zahl. Gegen schon wieder, alles klar. Naja, seid ihr nicht so siegesicher, aber sieht gut danach aus. Also ich würde Sascha mal gönnen, sag ich mal, weil der war ja letztes Mal Dritter. Ansonsten, du bist natürlich mein Liebling. Ja? Müde. 2er 3 Maxis. 2. Okay, also du bist noch fit. Kriegst das hin. Du bist noch fit. Das Turnier ist jetzt vorbei, so gut wie, Finale läuft. Ein Italiener spielt gegen einen, was war das? Noch ein Italiener, glaube ich. Wie unerwartet. Nandoman! Hi! Wie lief das Turnier? Ist bald vorbei, Finale läuft. Oh, war okay. Luigi hat leider verloren jetzt. Ja, das war traurig. Naja. Und du Schweizer. Hätte ich auch alles gut gelaufen, Spaß gehabt. Ja, Spaß gehabt, gar nicht so gut gelaufen. Ist ein bisschen schade. Ja. War relativ sicher. Ihr hört es im Hintergrund, da hat gerade irgendjemand einen guten Move gebracht. Ja, es ist relativ einseitig verteilt, die Leute im Finale, für wen sie sind. Ja, ja. Die, kennt ihr die Spieler? Ja, der eine war bei unserem Online-Turnier, Top 4. Ah, okay. Die anderen kennen wir nicht. Ich weiß nicht. Ja, gut. Sonntagabend, Turnier vorbei. Italien hat gewonnen. Hier spielen wir wieder Blaurock mit seinem schönen Lächeln gegen den Philipp Spindler. Er spielt Gunnar Eichen und Blaurock Schadoll. Du hast eine Krähe. Ja, schön. Dieses Kindergrinsen, ey. Oh, Lars, der checkt gerade wieder Nachrichten. Und ich habe jetzt auch mal Feierabend. Ich verursache wieder Kosten. Ein schönes 033 Becks. Ja, schön. Ich trinke eigentlich ungern Becks. Für 4,50. Aber die Nüsse gab es dafür umsonst dazu. Ja, sprachlos, ne? Gibt es nichts dazu zu sagen. Aber wir müssen hier Kosten verursachen zum Jahresende, damit wir nicht in Liebhaberei enden. Dieses scheiß Geschäft, ey. Fuck my life. Ja. Na gut. Und Max, der ist gerade bei Burger King. Machst du Phase. Ja. Na? Na, ich bin fit, Mann. Fit? Ich ziehe durch. Rückfahrt Montagmorgen. Ich ziehe durch. Halb 11 oder so. Ich
brauch die Woche keinen Schlaf. Erzähl oder so. Ich brauch keinen Schlaf, Jens. Raus kein Schlaf. Ich muss fit sein, ey. Ist nicht so weich wie du. Ich muss heute Abend noch Bestellung machen. Das mach ich auch. Und irgendwann die Videos hochladen. Das ist mir egal. Erzähl mal ein Bild von dir. Von mir? Mich kann man ja nicht angucken. Wie zerstört du bist. Ja. Mike, was? Sehr gut. Jo. Und jetzt auf nach Leipzig. Leipzig, ey. Jo, ich bin fit. Genau. Boah, top. Aber Max steht an der Tankstelle und gönnt sich erstmal einen Toast. Ja, wie wir das so machen. Als armer Student. Warum auch drinnen was essen? Tja, wo ist der Jens? Jens kacken. Jens ist kacken. Ja. Was macht denn da drauf? Das Kletter, Alter, voll gut. Mit Butter. Ja, Butter, Junge. Die gute Wurst, die seit drei Tagen offen ist. Ja. Und der Toast auch, Alter. Scheiße, Mann. Lebensmittelvergiftung, eng. Die muss ich auf der Fahrt drauf gehen, dann spätestens am Essen. Warte, also können wir mal riechen, ob die noch gut ist. Riecht gut, Alter, das ist eh, guck da, das ist ein totes Tier, das ist eh nicht mehr viel. Ja gut, die erste Scheibe ist so ein bisschen dunkler, aber sonst, ich dreh einfach mal um, mach hier den Twister und dann passt schon. Okay. Abschluss des Turniers, wie es angefangen hat in Leipzig, mit Bier. Jo. Hauptsache mit Bier, gell? Hauptsache mit Bier. Das ist so entspannt. In Mailand, da suchst du dich dumm und dämlich. Wenn du was findest, ist es so teuer. In Deutschland, schön. Kommst zum Rewe, hast dein Bier. Ja, Max. Und? Turnier für Mai? Ja, war okay. Das Wochenende hat Spaß gemacht. Jo, ne? Wir haben viel gelacht. Dann passierte es. Ja. Mehr zum Podcast, den Insider, den wir da gemacht haben. Aber ja. Mal gucken, wie wir den machen, den Podcast. Ach so? Ja. Okay, wusste ich da gar nicht, dass wir einen Podcast machen. Mal gucken, wie wir alles dazu. Alles klar. Nicht. Ja, also ich habe genug Kosten verursacht, so wie es geplant war. Und jo, wir freuen uns jetzt auch auf den Podcast, auf die neue Liste, auf zu Hause, auf die neue Liste aus HDK und dann auf die YCS Germany. Macht's gut.